Die Bierverkoster. Die Bierverkoster. Ja, die Bierverkoster. Servus, ich bin's der Simon und ich trinke gern Bier. Und ich bin der Robert und ich hab auch schon mal ein Bier getrunken. Ja, Robert. Ja, jetzt fehlt der Fabi. Ich grüße dich. Ja, ich hab jetzt auch kurz noch gewartet, ob der Fabi kommt. Nein, der kommt halt leider nicht. Es war eigentlich, gut, wir sind sowieso zu spät, aber es war eigentlich 20.30 Uhr ausgemacht, er ist jetzt einfach nicht da. Ja. Ja, aber das. Ja, ich freue mich umso mehr, dass wir zwei heute zusammensitzen. Das liegt am Programm, dass der Fabi gesagt hat, auf den Schmarrn habe ich ja überhaupt keine Lust, weil wir haben halt ein Special, das mir sehr, sehr am Herzen liegt und für das ich hart kämpfen habe müssen. Und dass wir nur 11-mal verschoben haben. Und ja, der Robert konnte zum Löwen werden. Und zwar, weil ich einen alkoholfreien Januar mache, das muss ich jetzt unbedingt nochmal dazu sagen, weil ich so stolz bin. Heute ist nämlich schon der 31. Januar. Wenn es ihr die Folge hört, ist wahrscheinlich der 4. Mai. Aber jetzt zur Zeit der Aufnahme, ist nur Januar. Und ich habe es wirklich durchgehalten. Also ich habe jetzt auch bloß nur 3 Stunden vor mir und drum machen wir heute ein Special über Spezi. Total cool. Also erstmal, Robert, ich finde es eigentlich echt cool, dass du sagst, du machst hier einen alkoholfreien Januar. Also mein Respekt an der Stelle erstmal. Muss man erstmal durchhalten. Und wo sie nicht so ganz verstehe, ist, warum die ganzen Hipsters das immer trockenen Januar nennen. Verstehe nicht. Aber gut, wenn es trocken bleiben wollen, ist ja auch legitim. Ja, dann überrasch mich doch mal mit deiner Spezi-Auswahl. wir haben natürlich. Oder wolltest du noch was hinzufügen? Entschuldigung. Ja, ich wollte noch hinzufügen, dass so ein Monat ohne Alkohol, das kriegt man schon hin, aber manchmal hat man so Situationen, wo man beim Edeka an der Kasse steht und die kleinen Chantreeflascherl anschaut. Und sie dann doch zurückhalten muss, dass man dann noch einen. Oder den Kümmerling. Oder den Kümmerling, ja. Oder den Fürst Uranov. Den ganzen guten Zeug halt. Ja, die, wo man sich sonst halt einmal um 10 in der Früh. wenn man sich sein Leberkasse wie hinten an der Fleischdecke gekauft hat, mitnimmt. Ins Chiasamen-Müsli halt einfach mal mit nähren kann. Ja, genau. Gesunde Ernährung kann so einfach sein. Ja, du extrahierst ja die Inhaltsstoffe aus einem Chiasamen mit Alkohol viel besser als mit Milch. Ein Lösungsmittel, ganz klar. Wo sollen ja die ganzen guten Inhaltsstoffe von den Goji-Bären hingehen, wenn es, also. Ja. Ja. Das macht keinen Sinn sonst. Aber damit wir wieder aufs Thema Spezi zurückkommen. Ich habe 4 Spezies mitgenommen. Das Original-Spezi, das Paulaner-Spezi, das Mezzomix und ein Glorietta-Spezi vom Oettinger, so als Referenz. Und Spezi an sich ist ja schon ein komischer Name. Das ist so ein bisschen wie bei Tempo. Das, jeder sagt zu Taschentücher Tempos oder Zewa ist eine Küchenrolle. Und so haben halt einfach Sachen so einen Namen von dem Produkt eigentlich für die komplette Produktgruppe übernommen. Ja, und bei Nutella. Nutella, genau. Und bei Spezi ist das halt auch so. Genau. Jetzt ist es aber so, dass der Name Spezi ja eigentlich schon ein Eigenname ist vom Riegele ursprünglich. Der hat den quasi groß gemacht. Und da gab es später dann auch, das werden wir dann nur ausführlich erzählen, warum das Paulaner-Spezi eigentlich auch Spezi heißt. Ich würde sagen, schenken wir mal ans Ei, oder? Damit wir halt ordentlich Tempo geben. Ja, mit welchem fangen wir an? Mit Spezi. Also mit dem Original. Mit dem Original. Mich würde jetzt interessieren, machst jetzt du das Blaue auf oder das Braune? Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ich muss ja an der Stelle noch hinzufügen, dass du hast ja gerade gesagt, das Original. Also das wahre Original, das trinke ja heute nur ich. Du hast ja das neue Original gekauft mit dem blauen.
Etikett aus der durchsichtigen Flasche und ich habe noch eins in braun-orange-gelber Aufmachung, also mit ganz alten Etiketten. Da steht obendrauf auch noch Cola Orange mit K. Oh. Mhm. Und obendrauf ist ein orangenes Käpsele mit einem Auge. Und es ist eine alte Euro-Bierflasche. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und ich kann es mit einem Flaschenöffner aufmachen. Am besten nicht einen Schraubverschluss. Ich werde dann natürlich in die Shownotes ein Foto posten, dass ihr den Unterschied zwischen neuer und alter Aufmachung seht. Ich habe nämlich das neue auch da. Mache ich auch ein Foto. Ich stelle es nebeneinander am besten. Dann brauchen wir bloß ein Foto. Ja, macht Sinn. Mhm. Ressourcen sparen. Mhm. Ja, und du machst dir jetzt quasi das mit dem blauen Etikett auf, oder? Genau, ich habe mir das mit dem blauen Etikett aufgemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da mit dem Etikett groß geworden. Ich kenne das gar nicht ja, anders. Ich eigentlich auch. Und ich habe mich jetzt gefragt, warum die Flasche gewechselt haben. Also ich meine, ist die weiße Flasche günstiger? Ich hätte jetzt eher vermutet, so eine Schraubverschlussflasche ist eigentlich schwieriger herzustellen, oder? Ich hätte jetzt eher gesagt, das ist eine teurere Abfüllungsmethode, oder? Wahrscheinlich schon, gehe ich davon aus. Also du brauchst ja eine zusätzliche Maschine, eigentlich mindestens eine zusätzliche Maschine, weil du musst ja auch noch, brauchst auch noch eine Maschine, die Flaschen, die Kunden wieder zudrehen und ins Tragel stellen, wenn sie leer sind, musst du ja erst wieder aufrollen, damit die runterfallen. Und dann hinterher musst du es ja auch wieder drauf dran. Mhm, ja. Genau, also es sind jetzt keine verrückten Maschinen, aber du brauchst halt einfach ein paar Maschinen mehr. Ich gehe davon aus, dass es halt irgendwann im Laufe der Zeit einfach eine Marketing-Sache war. Also ich meine, jeder kennt es, wenn Produkte einfach eine neue Aufmachung kriegen. Und sei es wirklich nur farblich, also ich meine, Premiere, Sky, Wow, hat das jetzt, was weiß ich, wie oft schon durch. Am Ende ist immer das gleiche Produkt. Die Telekom mit, wie hat es erst geheißen, bla bla bla, Entertainment, dann war es Magenta TV, jetzt ist es wahrscheinlich Ultra Giga Home 8000, was weiß ich. Weil du sagst Telekom, arbeitet T-Mobile eigentlich noch bei der Telekom? Ich kenne T-Mobile nicht. Der braucht ein bisschen, aber dann nicht. Nein, verstehe nicht. T-Mobile. Ach, du bist so ein Depp. Der T-Mobile, ja. Ja. Weiß ich nicht, ich konnte es da aber jetzt auch nicht beantworten, Robert. Ja. Aber was ich aber sagen kann, ist, ich darf mir jetzt ganz gerne das Speziell. Ja, ich hab schon, du siehst mir halt leider nicht, aber. Ich sehe die Hand leider nicht. Ich hab's tatsächlich schon eingeschenkt und. Ach, der Klang, der ist super. Oh, ich werde versuchen, erstmal weniger zum Trinken, nicht, dass ich schon beim zweiten Speziell und einen Zuckerschock. Ich hab's tatsächlich mir auch gerade gedacht, ich hab's voll eingeschenkt, also. Wie ist denn das jetzt eigentlich bei so einem Spezi? Gibt es da irgendeine bestimmte Einschenktechnik? Oder? Also meins hat sau wenig Schaum. Also entweder ich habe das Glasl nicht sauber ausgewaschen, aber also ein Schaum muss ich schon sagen, da ziehe ich Punkte ab. Also das ist... Ich finde es sehr rezent. Aber was hältst du denn von der Farbe? Also ich muss schon sagen, das ist wieder eine angenehme Kastanie. Ja, es ist eindeutig karamellisierte Esskastanie. Und geruchlich muss ich sagen, die Orange ist sehr dominant. Also ich finde das jetzt verrückt. Ich finde es jetzt richtig gut. Mhm. Ja. Ja, jetzt kein Bier nicht, aber... Ist dir das gleich aufgefallen, dass kein Bier nicht ist? Oder erst ist das erst so im Nachtrunk gekommen? Nein, erst, wo ich es getrunken habe. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht schlimm, weil wenn ihr einen Kaffee trinkt, ist ja auch kein Bier nicht. Mhm. Ja, also ja, stimmt, ja. Kann man schon ein bisschen vergleichen eigentlich. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe das tatsächlich mit noch mehr Kohlensäure in Erinnerung und bin eigentlich ja fast positiv überrascht, dass das jetzt, es hat schon viel Kohlensäure, so ich denke mal so 6,5 Gramm Kohlensäure pro Liter, aber es ist jetzt nicht
zu viel. Ja. Du hast Kühlschrank kalt, oder? Mhm. Ja. Ja, okay. Weil ich habe meins in der Garage stehen gehabt. Mhm. Das ist natürlich nur mal ein Ticken kälter und dann ist natürlich mehr CO2 gebunden in der Flüssigkeit. Ich probiere jetzt übrigens für unsere Hörer im direkten Vergleich dazu das neue Spezi. Und die hat mir einbilden, dass es anders riecht. Okay. Also ich bin im Supermarktregal eben auch vor diesen beiden Spezi-Flaschen. So rezent ist auch nicht. Entschuldigung, wenn ich nur mal unterbrich. Naja, so rezent ist auch nicht. Okay. Meinst du, das liegt am Verschluss? Schmeckt auch nicht so intensiv. Ne? Also das überrascht mich sehr, weil ich, wie gesagt, ich bin im Supermarkt auch vor den beiden Flaschen gestanden und habe mir eigentlich so vermutet, dass die eine irgendwie eine andere Rezeptur hat, dass irgendwie, weiß ich nicht, Ingwer dabei ist oder irgendwas, um da so ein bisschen so einen Red Bull-Touch nicht zu bringen. Aber die haben exakt die gleichen Inhaltsstoffe. Und darum hätte ich jetzt erwartet, dass die beide ja wirklich identisch sind. Ja, haben wir ja vorher drüber geredet, dass mir, also dass die Zutatenliste ja die gleiche ist und dass wir uns eigentlich sicher sind, dass es wirklich eine reine Marketingmaßnahme ist oder ja, dass nur die Aufmachung eigentlich anders ist und das Gebinde ja anderes. Vielleicht ist das wie mit Zwillinge. Das sind ja auch die gleichen Inhaltsstoffe. Das sind ja eigentlich aus derselben Charge, aber trotzdem können die ja sehr unterschiedlich sein. In Bezug auf was spürst du das jetzt genau um? Ja, also die können in der Schule ganz anders. Hast du schon mal den direkten Vergleich gehabt? Nein, ich habe noch nie einen direkten Vergleich gehabt. Also außer halt in der Schule. Sonst bin ich. Ja, ich verstehe schon. Zwillingstechnisch jetzt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einmal was mit Zwillingen gehabt und habe es einfach nicht gewusst. Ja. Also das ist ja eine Möglichkeit. Ja, vielleicht hast du geschlafen, hast du es gar nicht gemerkt. Ja, ja. Dann haben wir bloß gedacht, war der nicht gestern brünett? Wer war's? Ja. Und ja, also nichtsdestotrotz, ist beides halt ein Spezi, gell? Es ist beides ein Spezi, ja. Ja, sollen wir zum... Wie weit bist du nicht, dass ich dich da abhänge? Nein, du, ich hab beide probiert. Ah, okay. Kannst du die jetzt blind auseinanderhalten, wenn man dir die jetzt... Nein. Also hast du jetzt nicht so, wo du sagst, das eine hat einfach mehr Kohlensäure und ich kann die jetzt sofort anhand der Kohlensäure auseinanderhalten. Also an dem kann ich es vielleicht auseinanderhalten, aber das kann ich jetzt auch nicht so behaupten, weil dafür brauche ich jetzt zwei Glasl. Und ich habe mir gedacht, es ist ja nicht wie bei einer Bierverkostung, wo man am besten immer ein neues Glasl hernimmt. Es ist ja nur Spezi. Wenn ich Zucker mit Zucker ausspülen sollte, sie es eigentlich ganz gut neutralisieren. Ich habe tatsächlich zwei Glasl da. Ich dachte, vielleicht bringen wir es dann noch ein bisschen auf die Spitze. Aber gut, gehen wir mal zum zweiten. Ja. Zum Paulaner Spezi. Ich finde das Paulaner Spezi, es ist sympathischer, dass das einfach in einer Bierflasche drin ist. Und ich finde, das ist das deutlich ansprechendere Label. Also ich finde, das hat einfach sowas von Leichtigkeit, einfach so sommerlich. Da sehe ich mich einfach irgendwo an einem Weiher hocken und von Stonesen zusammengestochen werden und wie ich halt einfach diese sorgwarme Spezi aus meiner Tasche raushol und da sehe ich halt einfach das Label vor mir. Ja, also das kann ich so eigentlich auch bestätigen, so, dass ich es von der Aufmachung her irgendwie cooler finde, tatsächlich. Deswegen hat mir auch vorher bei den beiden eigentlich das Spezi in der alten Aufmachung besser taugt. Wo sie jetzt halt nicht bestätigt kann und eine Aussage ist, dass ich mich da an einem Weiher sieg, wo ich das aus meinem Rucksack hole, weil wenn ich am Weiher sitze, dann hole ich eigentlich ein Bier aus meinem Rucksack. Aber gut, immer das Thema, das wird uns heute nur öfters begleiten. Ja. Und man muss jetzt auch dazu sagen, Robert, das ist schon der 31. Morgen wärst du so richtig online leichten, oder? Ja, schon in der Arbeit.
Also der erste Kaffee, der wird nicht rauchen. Und na tatsächlich, mich gluscht es noch nicht einmal so. Ich habe vor ein paar Tagen einen neuen Whisky bestellt. Und ich habe den zwar ausbackelt und ich habe mir mal aufgemacht und habe drauf gerochen. Aber das Verlangen, da jetzt ein Stampel zum Trinken, war extrem klar. Also ich hab selber gemeint, jetzt wenn ich drauf riech, dann möchte ich noch eher, probieren. So, weiß ich nicht, dass ich dann, kennst du das, wenn du dann so, weißt du, darfst jetzt halt nicht und dann so ins Schwitzen kommst. Wie so ein Pädophiler in einem Schulbus. Ja, also, nachdem es dann nach 13 Stunden mit dem Röcher fertig warst, hast du die leere Flaschen dann ins Altglas gestellt, oder? Ja, genau. Die Alkoholaufnahme über Schleimhaut, das soll ja ganz gut funktionieren. Oh, ja, genau so war es. Trocken bezieht sich ja wirklich rein aufs Schlucken, oder? Ja, also ich habe das schon so interpretiert, ja. Also, ich weiß nicht, ob da... Das heißt, wenn ich mir jetzt zwei Whisky-Tampons in die Nasen stecke? Oh Gott, du hast gesagt, du hast in die Nasen. Ja. Ich weiß nicht, ob das Zeit ist, ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Ja, gut. Ja, bevor Mensch Mann gekommen, gell. Genau. Sag mal, wie findest du? Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen heller ist. Ich weiß nicht, ob ich mich da täusche. Ich hätte gesagt, dass es minimal heller ist als das andere Spezi. Also als das, ich nenne es jetzt einmal das blaue Spezi. Ja. Aber es riecht auch extrem orangig. Ja, das stimmt. Sehr fruchtig. Geruchlich finde ich es auch sehr orangig und fruchtig. Also vergleichbar mit dem anderen. Mhm. Geschmacklich ist aber tatsächlich anders. Das ist das, was auch die Farbe vielleicht widerspiegelt. Ich kann es jetzt nicht genau definieren, weil ich natürlich jetzt auch nicht weiß, was in diesen Grundstoffen alles für Inhaltsstoffe letztendlich drin sind. Aber gefühlt ist das erste, das wir drunter haben, Cola-lastiger gewesen im Geschmack. Ich hätte tatsächlich gesagt, kohlensäuremäßiger. Also die ist dominanter gewesen. Ich finde das runder. Das sowieso, ja, die Kohlensäure. Aber ich finde auch, dass es irgendwie mehr Orange. Cola-intensiv ist. Das, also das erste, ja, genau. Das ist jetzt orangiger. Intensiv. Mhm. Orangiger, genau. Ja, mhm. Ja, da würde ich tatsächlich auch so sagen. Ich finde das Paulaner ein bisschen runder, ein bisschen weicher, vielleicht sogar süffiger. Und ich würde behaupten, es hat einen Ticken weniger Kohlensäure. Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Man muss nicht so viel aufkoppen. Ja. Aber ohne, dass das jetzt irgendwie fader schmeckt oder so. Also ich finde das auch sehr gut. Fruchtiger ist tatsächlich. Ja, also ich bin ja... Während meinem Studium habe ich das Paulaner Spezi schon auch hier und da mir immer wieder in Dosen gekauft. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil es da halt, wobei die andere, na, das sind 0,5er Flaschen, genau. Und die Dose ist nämlich 0,33 und das finde ich eigentlich ganz cool, weil mir eigentlich fast ein halber Liter, weil das trinkt man ja eher für die Erfrischung und für den Geschmack und nicht gegen einen Durst so direkt. Weißt, weil wenn ich richtig Durst habe, dann trinke ich ein oder zwei Gläser Wasser und dann. Aber ja, und so 0,33 ist da irgendwie die bessere Menge, finde ich. Mhm. Servus, da ist der Fabi aus der Postproduktion. Und habt ihr das gerade gehört? Der Simon hat gesagt, dass er 0,33er bevorzugt trinkt und er verschmäht das 0,5er. Ja, aber nur beim Spezi. Ja, und ich glaube, es haben dann jetzt alle gehört. Also jetzt in dem Sinne von, wenn sie es dann gerade anhören. Ja. Mhm. Mhm. Also wenn jetzt. Ja, Robert, du hast uns doch. Also wolltest du zu dem noch was sagen? Ja, wenn ihr Punkte verteilen müsstet. Ach so, ja, okay, cool. Dann da ich dem blauen Spezi
9 Punkte geben und dem Paulaner tatsächlich 10 Punkte. Ich finde, das ist das bessere Spezi so jetzt auf den ersten Blick. Also ich tat dem ersten 1 Punkt geben, dem zweiten 1 Punkt. also wir haben, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was ich besser finde. Ich finde, dass beide was haben. Mhm. Ja, doch. Mhm. Ja, genau, worauf ich jetzt eigentlich kurz vorher noch raus wollte, ist, du hast dir auch hier thematisch ein bisschen vorbereitet. Ja. Vielleicht magst du ein bisschen was zum Besten geben. Ja, also wer so ein bisschen das im Weltgeschehen so ein bisschen verfolgt hat, wird feststellen, dass es eben, also es gibt einen Grund für diese Folge auch, und der ist ein Gerichtsurteil, das vor kurzem veröffentlicht worden ist. Da ging es eben um die Riegele Brauerei, die das Original, nenne ich es jetzt einfach mal, blaue Spezi erfunden und rausgebracht hat. Und Paulaner hat da die Namensrechte gekauft und darf das quasi jetzt mitbenutzen. Und da gab es vor kurzem eben einen Rechtsstreit, und deswegen machen wir jetzt auch die Folge hier. Und ich habe mir das so vorgestellt, es wäre ja momentan einfach, also jeder Furz wäre ja bei ARD und ZDF eigentlich in irgendeinem Film ausgeschlachtet. Und ich kann mir das einfach so gut vorstellen, dass man auch sowas in einem Film umwandelt. Und das muss natürlich dann verfilmt werden von, weiß ich nicht, Ferdinand Schirach oder so. Und ich kann mir das einfach so Highlander-mäßig vorstellen. Spezi, es kann nur einen geben. Und das kriegt dann so einen mega überzogenen Filmtrailer, wo du eigentlich weißt, du brauchst den Film gar nicht mehr anschauen, weil alles, was passiert, wird eigentlich schon im Filmtrailer gezeigt. So wie bei Fuck You Goethe. Wenn man einen Trailer gesehen hat, braucht man den Film einfach nicht mehr anschauen. Wäre das bei ganz vielen Komödien ja so. Ja, genau. Die besten Szenen werden einfach gezeigt. Und ich stelle mir da so einen Mega-Banger-Trailer vor mit nach dem Welterfolg von Im Westen nichts Neues. Und dann müssen natürlich alle bekannten deutschen Schauspieler dabei sein. Und auch wenn sie bloß irgendeine Nebenrolle haben, es muss einfach jeder dabei sein, der irgendwie, den man irgendwann einmal schon mal gehört hat. Und dann kommt Veronika Ferres als Richterin Erna Schäffler, Christoph Walz als Anwalt der Paulaner Brauerei, Moritz Bleibtreu als Anwalt der Riegele Brauerei, Caroline Herfurth, es muss natürlich immer eine extrem hübsche Frau dabei sein, weil sonst ist die Altersgruppe, also der männlichen Zuschauer zwischen 20 und 35 ja nicht dabei, also Caroline Herfurth muss da herhalten, als Unternehmensjuristin der Paulaner Brauerei. Es gibt keine Unternehmensjuristin von der Riegele Brauerei, die sind jetzt klar dafür, die haben bloß einen ganz billigen Anwalt. Und da kommt dann der Uwe Ochsenknecht als Brauer der Paulaner Brauerei und Armin Rohde als Brauer der Riegele Brauerei. Armin Rohde muss aber für die Rolle, muss er sich ein bisschen vorbereiten. Der darf nicht so ernstzunehmend ausschauen. Der muss dann erst einmal eine Woche unter der Brücke schlafen. Darf sich nicht mehr rasieren, damit er wenigstens so ein bisschen rüberkommt, wie wenn er keine Kompetenz hätte. Das ist noch ganz wichtig. Und ganz am Schluss muss immer der Trailer kommen, noch nach einer wahren Begebenheit. Ich glaube, dass Leute Filme eher anschauen, wenn es nach einer wahren Begebenheit sind, wie wenn es völlig frei erfunden sind. Ja, ich mag seine Filme tatsächlich gern. Wer mir jetzt da noch abgeht in der Besetzung, das ist der Jan-Josef Liefers und der Axel Prahl. Axel Prahl heißt der, glaube ich. Gell? Ja, sonst glaube ich, haben wir die Deutschen schon ganz gut durch. Ein paar Schauspieler haben immer eingesetzt werden dürfen, weil die während der Corona-Pause da irgendwie so in Verschwörungstheorien abgedriftet sind. Der wäre auch noch gut reinpassen, da mit Bayern und Brauereien, das war der Schauspieler vom Lebercast-Junkie, der Polizist. Fällt mir jetzt auch der Name gerade nicht ein. Egal. Ja, den haut der Fabi aus der Postproduktion dann schon wieder rein. Sebastian Betzel. Bestimmt. Ja,
dann, jetzt hat mir der Trailer irgendwie durchgemacht. Hat mir jetzt ganz schön durstig gemacht. Außerdem möchte ich ja irgendwann mit dem Spezi durch sein, dass ich mir dann mal ein Bier aufmachen kann. Ja, ich wollte vorher schon fragen, du hast kein Startbier, gell? Nein, das... Das darf dann Geschmack verfälschen, gell? Ja, ich darf, ich finde da nachher schon noch was. Was machen wir jetzt? Das Mezzomix ist dran. Mezzomix? Ich habe das leider bloß in so einer reidigen Plastikflaschen gekriegt. Ich weiß nicht warum, aber... Also ich behaupte immer, dass das geschmacklich was ausmacht, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht so ist. Also ich habe ja die Mezzomix 1 Liter Mehrwegflasche. Und ich fand eigentlich schon immer, wenn man schon Plastikflaschen nimmt, dass dieses Mehrweggebinde irgendwie hallo schon von der ganzen Haptik. Ich finde das viel ansprechender wie diese billig Plastikflaschen, die einmal Gebinde. Und Adel Holzner hat übrigens auch, und gut, viele Mineralbrunnen haben das inzwischen. Aber ich finde das einfach, es ist schon wertiger, allein vom Anschauen, vom Anklangen. Ja. Ja. Genau. Was ich jetzt gerade noch gesehen habe, auf dem Etikett vom Mezzomix steht direkt drunter, aus Deutschland seit 1973. Hast du das gewusst? Nee, habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ja, das bin ich jetzt fast ein bisschen überrascht, dass die Rezeptur wohl dann, oder ist es nur die Marke, oder wie muss man das jetzt verstehen? Puh. Glaubst du, dass, also Mezzomix zum Hintergrund gehört ja zur Coca-Cola-Gruppe. Glaubst du, dass die Marke Mezzomix von Cola aufgekauft worden ist, oder glaubst du, Cola hat die Marke selber erfunden? Also ich kann mir vorstellen, dass sie es irgendwie gekauft haben, weil da hinten steht dann, wenn man liest, mit Genehmigung von The Coca-Cola Company. Mhm, ja. Mhm, und schon. Übrigens, dieser 1 Liter sind 4 Portionen, steht da auch drauf. Mhm. Wenn das Portionen sind, muss man das dann mit dem Löffel essen? Ja. Ah ja, dann bin ich schnell weg und hole einen Löffel in der Schmatt. Ich weiß nicht, hast du schon eingeschenkt? Nein, bin jetzt gerade dabei. Weil ich bin megamäßig fasziniert. Ich habe nämlich tatsächlich einen Schaum. So eine ganz leichte Schaumdecke über dem, also auf dem kompletten Glas. Und es perlt extrem, so wie Sekt, hätte ich jetzt gesagt. Also es schaut noch unfassbar viel Kohlensäure aus. Schauen wir mal. Du hast ja die Glasflasche gekauft, gell, die 033er. Nein, es ist eine Plastikflasche tatsächlich. Ah, okay, aber Mezzomix und Fanta kriegt man ja, glaube ich, noch, ja, so wie die Coke auch, in 033er Glasflaschen. Mhm. Aber das finde ich nämlich ziemlich geil, auch mit diesem Retro-Effekt. Ja, also ich hätte auch eine Glasflasche gekauft, aber genau die war vergriffen. Drum. Musst du auch automatisch an diesen typischen Coca-Cola-Automaten-Denker aus dem Freibad? Na, tatsächlich. Mit so angeschrägte Druckknöpfe, wo du dann Cola, Fanta und Mezzomix in der Flasche gekriegt hast. Also ich kann mir den Automaten sofort vorstellen, aber tatsächlich hat es einen Umsperr gegeben. Ja. Boah, nein, den weiß ich gar nicht. Ich kenne bloß den Kiosk. Also farblich haben wir auch wieder, es ist total überraschend, aber farblich sind die wirklich sehr, sehr nah beieinander. Es ist wieder eine saubere Kastanie. Aber jetzt riech einmal dran, ich finde, das riecht ganz anders. Das riecht nach Limette. Es ist nicht ganz so, ich hätte gesagt, es ist nicht ganz so fruchtig vom Geruch wie die anderen beiden. Die waren ja schon sehr orangen geprägt. Also meins riecht so minimal nach Putzmittel und ganz stark nach Limette. Also gar nicht nach Orange. Ich kann den Geruch jetzt nicht betiteln. So bei Seiten, dass du nicht irgendwie sowas sagst wie, das schmeckt jetzt nach Honig, Diacetyl, Alkohol und dann zählst irgendein... Na, sowas sag ich normal nicht. Irgendein chemisches Wort, da muss ich dann erst googeln und dann stelle ich raus, dass das eigentlich so, keine Ahnung, Ameisensäure ist.
Also ich bin jetzt überrascht. Ich hätte nämlich darauf geschworen, heute, bevor wir angefangen haben, dass ich das Metz Mix am besten finden werde. Mhm. Mein Gott, wir haben ja jetzt dann noch eins, aber ja, schmeckt mir jetzt komischerweise nicht so gut wie die anderen. Also meins war am Anfang, hat das so ausgeschaut, als hätte es, weiß ich nicht, ist unfassbar viel Kohlensäure. Und wenn man es trinkt, hat es gar keine. Das ist ein bisschen Lack, habe ich so das Gefühl. Ja. Ja, blöd jetzt irgendwie. Einfach nicht so perlig. Ja, ich hätte es gerne aus der Glasflasche. Mhm, ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich, wenn wir es aus der Glasflasche bei dir gehabt hätten, das jetzt ganz anders bewerten daran. Mhm, kann durchaus sein, ja. Wie viel Mühe wir uns geben, gell, dass wir das irgendwie professionell über die Bühne kriegen da halt. Ja. Also, ich bin ja eh erstaunt, dass du da doch mitgezogen hast, nachdem der Fabi erst einmal eine Viertelstunde lang gelacht hat und dann einfach aufgelegt hat. Na, also ich bin ja prinzipiell immer für alles offen. Ja. Mhm. Ich sag ja auch bloß, dass ich Spezi trinke. Ich trinke ja echt eigentlich Bier. Das war saulustig, wenn du mir jetzt dann am Schluss so irgendwie so ein dunkles, so eine Flaschen mit irgendeinem Dunkeln ins Beutel holst. Ja. Storytelling. Ein bisschen die Hintergründe vom Riegele und vom Paulaner. Jetzt muss ich ein bisschen Fakten erst einmal reinballern, damit das Publikum richtig... Das ist ja unser Faktenfuchs. Ja, genau. Bitte, schieß los. Damit das Publikum richtig heiß ist und sich da auf einen einschießen kann. David gegen Goliath. Paulaner hat einen Ausstoß von 4,7 Millionen Hektoliter allein in Deutschland und nochmal 1,2 Millionen Hektoliter für den Export. Also in Summe 6 Millionen Hektoliter. Und aber gesamt, nicht nur Spezi. Gesamt, ja. Gesamt. Ja. Während die Riegele Brauerei nur 200.000 Hektoliter hat, also 0,2 Millionen. Das heißt, Paulaner ist mehr als 30 Mal so groß vom Ausstoß her. Paulaner hat 2.500 Mitarbeiter und der Riegele hat bloß 100 Mitarbeiter. Und ich habe mir das natürlich effizienztechnisch hochgerechnet und habe festgestellt, dass die Leute beim Paulaner effizienter sind. Die haben wahrscheinlich keine Gewerkschaft nicht. Und Paulaner gehört dazu 30% zu Heineken und das macht das Ganze so ein bisschen zu so einem Großkonzern. Und ich finde, das hat immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich mag einfach so familiäre, kleinere Betriebe einfach so, finde ich einfach sympathischer. Kann man da nicht helfen. Also, ich mache neben hier gerade mal noch ein bisschen Zusatzarbeit zu deinen Fakten, weil man muss nämlich deine Zahlen ein bisschen berichtigen. Und zwar, wenn man jetzt den Haustrunk der 2500 Mitarbeiter abzirkt, dann hat Paulaner bloß nur einen Ausstoß von 5.810.000 Hektoliter und bei 'ner Riegele ist es dann nur noch ein Ausstoß von 192.400. Ich bin ja froh, dass nur ein Plus ist. Ja. Solange es im positiven Bereich bleibt. Man muss ja beim Riegele, also das finde ich so einen interessanten Fakt, oder was heißt einen interessanten Fakt? Naja, beim Paulaner ist eigentlich das Gleiche. Das hinterher. Ich wollte jetzt darauf raus, dass ja beim Riegele das Spezi das einzige Produkt aus der AfG, also glaube ich zumindest, um hier mal wieder ein bisschen Vermutungen anzubringen. Aber dann ist mir auffallen, dass das ja beim Paulaner wahrscheinlich nichts anderes ist.
Ja, das kann, du hast, ja, doch, kann stimmen. AFG heißt alkoholfreie Getränke, oder? Ja, genau. Weil ich habe erst überlegen müssen, ob das irgendeine Partei ist, die... Und ich habe dabei jetzt nicht zwingend auf alkoholfreies Bier angespielt, sondern jetzt wirklich im Erfrischungsgetränkebereich. Softdrinks. Ja, kann man auch so sagen, genau. Haben die beiden eine Wasserlinie? Haben die, weil ich meine, meistens haben wir. Das sind gerade die Fragen, die ich mir eben auch gestellt habe. Riegele ja, Paulaner nein. Weil viele Brauereien verkaufen ja Wasser, weil die meistens einen Brunnen haben und. Genau, in dem Moment, wo du ja eigentlich einen eigenen Mineralbrunnen betreibst, wo es ja jetzt schon auch vor dem ganzen Drumherum ein bisschen der Aufwand ist. Und dann auch noch, sag ich mal, Softdrinks ausmischt, dann ist es nicht schwierig, gleichzeitig auch noch Mineralwasser abzufüllen. Also, und in dem Moment, wo du sagst, ich fange jetzt an, Spezi auszumischen, dann ist auch kein Problem, Fanta auszumischen. Also ja. Fanta, ich meine Orangenlimonade, ein richtig zum Song. Ein Basislimo quasi. Wo man jetzt übrigens unsere Produktpalette mit Namen, die sie zum Produkt entwickelt haben, erweitert haben, um Fanta. Ja. Ja, wobei Cola ja auch. Ja, das stimmt nicht, weil das war ja sonst die Coca-Cola. Das stimmt, ja, da hast du recht. Cola ist Cola. Cola ist Cola, ja. Bei Spezi war es ja ein Cola-Mix. Ja. Im Original mit Orangenlimonade, wenn du mit... Wahrscheinlich hat Pepsi deswegen nur eine Pepsi Lemon, weil es ist mit Lemon machen darf, mit Orange nicht. Aber das haben wir doch vorher schon rausgefunden, dass das Pepsi Spezi quasi Schwippschwapp heißt. Ah ja, stimmt, genau. Das haben wir extra nochmal nachgeschaut. Weil, du, wir haben extra nachgeschaut, hast recht. Weil ich gewusst habe, die haben was, aber nicht mehr, wie es heißt. Aber ich finde den Namen Schwippschwapp einfach nicht schön. Ich finde ihn total gut, dass ich da trinke, trinke und gut finde. Ich weiß nicht, Schwippschwapp finde ich, das ist eher so das Geräusch, was eine dicke Anten beim Laffer macht. Schwippschwapp. Schwippschwapp, schwippschwapp, schwippschwapp. Ah. Wo wir bei der dicken Anten sind, ich schmeiß noch schnell das Tier des Monats, ne? Solange nur Januar ist, kann ich das Tier des Monats Januar noch reinhauen. Und zwar ist es diesen Monat der Sternnasenmaulwurf oder der Sternmull. Schaut euch das Viech bei Google an. Es ist richtig witzig. Also ich habe noch nie einen in echt gesehen, aber also als der liebe Gott die Schönheit verteilt hat, ist der gerade irgendwo rumlaufen. Also ich habe mir tatsächlich schon angeschaut und ich habe mir auch, also ich finde ihn auch wirklich total amüsant. Ich finde aber, ja, er ist vielleicht wie so ein lustiger Buckelfips. Also irgendwie hat man gern trotzdem, gell? Ah, oh, ich weiß nicht. Also er ist sofort sympathisch, finde ich. Also ich finde, ein Maulwurf ist an sich sehr sympathisch, aber der hat ja quasi vorne, wo halt ein Maulwurf einfach so ein Maul hat, hat der halt einfach so Fühler. Und das schaut einfach, ah, ich weiß nicht. Aber gut. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ist, wie es ist. Genau. Ganz genau. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt auch einfach so stehen, weil der hat genauso seine Daseinsberechtigung wie alle anderen Lebewesen auch. Genau. Ja, und jetzt weiß ich sonst auch nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ja, ich bin schon beim Glorietta angekommen. Okay. Ich habe da jetzt ein bisschen... Ja, da muss ich dir jetzt was gestehen, Robert. Du hast kein Glorietta. Ich habe kein Glorietta gekriegt. Was ich aber dafür habe, ist ein anderes Spezi. Und zwar auch vom Brauhaus Riegele. Okay. Und zwar den Speziator. Ja, ist ja auch ein Spezi. Genau, den habe ich, den Speziator Dunkel. Den werde ich mir an der Stelle jetzt mal aufmachen. Also ihr seht es ja leider nicht. Ah, das ist jetzt blöd. Jetzt habe ich nicht gedacht, dass ich jetzt was Glasl mitnehme. Ihr seht es ja nicht.
Aber dieser zufriedene Gesichtsausdruck, den der Simon jetzt gerade hat, das haben normalerweise Babys nur, wenn sie gerade eine frische Windel haben und richtig gerade so am... Und bei der Mama gerade Nuki-Nuki gemacht genau. haben. Genau. Und wenn sie gerade so am Rücken linken gerade so wegpennen. Genau den Gesichtsausdruck hat der Simon gerade. Ja, und ich trinke das gute Oettinger Glorietta. Ich bin ja gar nicht neidisch, also... Also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem sauber eingekühlten Speziator und das Glorietta Cola Mix, also ihr wisst doch schon, was ich nehmen darf. Ach so, was denn? Das, wo den schönen Verschluss hat. Ja gut, dann aber lass uns doch mal wissen, wie es Glorietta so im Vergleich abschneidet, weil jetzt vielleicht mal von der Seite, also jetzt haben wir ja eigentlich davor drei Spezies gehabt, die jetzt, sage ich mal, eher im mittel- bis hochpreisigen Segment liegen, während das Glorietta ja jetzt definitiv eben zu diesen klassischen, ja, Billiglinien kehrt, sag ich mal, also so gut preiswert. Klar, immer, ja, preiswert, ja. ja, so wie es halt einfach viele Brauereien nebenher noch machen. Ich meine, da haben natürlich Riegele und Palan jetzt ein bisschen Ausnahmen, aber wenn eben Brauereien so nebenher ihre AFGs nur ausmischen, dann haben das halt meistens eher so Dragelspezi für 6 Euro oder... Ja, genau. Das stimmt, ja. Also farblich schaut es genau aus wie alle anderen, also da nimmt sie keins irgendwie ein bisschen was raus. Mhm. Kohlensäure-technisch schaut es jetzt nicht so präsent aus, also ich sehe jetzt nicht viel Kohlensäure. Und geruchlich hätte ich gesagt, ist mit einem Paulaner und einem Riegele-Spezi gleich auf. Es riecht also sehr präsent nach Orange. Okay. Und aber auch nicht künstlich oder so, weil das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen erwartet, dass da irgendwie mit künstlichen Aromastoffe so ein bisschen frisiert worden ist, aber es riecht nicht nach einem Klostein. Simon, was freust du dich so? Ich hab gerade in unserem Notizbuch ein bisschen nach unten gescrollt, weil ich nur schauen wollte, wo es nur so auf dem Programm steht, und bin dann über die Tiere des Monats 2023 gestolpert, und das ist gut. Ja, ich habe schon ein bisschen zurück, weil sonst konnte ich mir jetzt nicht mehr konzentrieren. Mach weiter, Robert, Entschuldigung. Also auf der Zutatenliste steht tatsächlich Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat drauf. Und das ist ja schon mal besser, wie wenn es irgendwie aus, keine Ahnung, E3478. Ja. Oh, geschmacklich, ja, ist anders, genau. Tatsächlich. Es hat nämlich einen deutlichen Schuss Zitrone mit drin. Und ist jetzt nicht so orangig. Ist jetzt auch sehr erfrischend, muss ich sagen. Ich hätte es mir deutlich süßer vorgestellt. Aber gut, nachdem ich jetzt ungefähr 3,5 Liter Spezi so vorhabe, ist wahrscheinlich süß relativ. Kennt jetzt wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, ist aber jetzt, wie gesagt, wieder eine reine Vermutung, ich habe nichts Fundiertes dazu, dass ein Konzentrat für Zitrone günstiger ist wie für Orange. Es ist tatsächlich Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat drauf. Ja, und? Deswegen vielleicht einfach ein bisschen Orange durch Zitrone ersetzen und schon wird mein Dragel oder meine Flaschen im Herstellungspreis nur mal 2 Cent günstiger. Und das bei, was weiß ich, wie viele Millionen Flaschen im Jahr? Und es ist tatsächlich ein Limettensaft, also Limettensaftkonzentrat drauf. Also jeder Saft, der in der Flasche ist, ist aus irgendeinem Konzentrat. Ich warte jetzt noch, ich lese jetzt noch ein bisschen weiter und dann finde ich wahrscheinlich Grünkohl. Vielleicht kaufen sie die Restbestände von irgendwelchen Bars auf. Also Leute, habt ihr es gehört, in Zukunft trinkt sie euren Cuba Libre nur aus und die Limetten, die schmeißt ihr ins Klo, weil sonst landen die sonst wo.
Aber es ist Farbstoff E150D drin. Also Zuckercouleur. Ah, der. Mhm. Den habe ich jetzt, glaube ich, bei den anderen nicht gelesen. Doch, bei Mezzomix ist er auch drin. Ja, der ist bei alle drin. Okay. Darfst du es dir wieder kaufen? Also preis-leistungstechnisch, da die sagen, ist das Glorietta also echt empfehlenswert. Also jetzt so im direkten Vergleich schneidet es nicht schlechter ab als die anderen. Also ich hätte jetzt gesagt, um wieder auf den Punktevergleich zurückzukommen, das Rigele Spezi 9 Punkte, das Palana Spezi 10 Punkte, das Mezzomix hätte ein bisschen so 7 Punkte genommen und das Glorietta, dem hätte ich auch 7 Punkte gegeben. Okay. Ja, also ich tat meins auf jeden Fall auch wieder Kaffee. So viel vielleicht noch zum Abschluss. Ich weiß nicht, Robert, sollen wir vielleicht unsere Playlist erweitern? Definitiv sollten wir unsere Playlist erweitern. Ja. Oh, schön. Jetzt, wo der Fabian heute nicht dabei sein hat, Kinder, hätte ich gesagt, wir müssen ja aber trotzdem schauen, dass wir 3 Songs reinkriegen. Weil aber, wenn ich jetzt einer von uns 2 auswählen darf, das irgendwie unfair ist, hätte ich gesagt, jeder von uns darf ein 2 auswählen. Das hört sich super an. Ja, dann schießt doch du mal mit deinem ersten los. Fang ich an. Ich fange an mit Tash Sultana. Das ist auf jeden Fall eine mega coole Ausnahmemusikerin. Ich habe mal ein Konzert von der angeschaut und was die richtig, richtig drauf hat, ist, dass die quasi Lore so Loop-Songs aufnimmt. Also die, weiß ich nicht, klimpert auf einem Xylophon rum, nimmt es auf, schaltet es quasi auf Repeat und nimmt dann 3 Gitarrenriffs auf, schaltet es wieder auf Repeat und spielt es dann so lang quasi, bis der Song komplett ist und dann singt es dazu. Und das ist mega, mega cool. Die hat das auf der Bühne halt live gemacht, was ich nicht geglaubt hätte, dass man das so live quasi so machen kann. Und drum kommt von der auf jeden Fall den Song Pretty Lady drauf. Pretty Lady klingt, finde ich, gut. Tash Sultana habe ich jetzt noch nie gehört. Das muss aber nichts heißen. Ja, okay. Dann darf ich mal meine erste Wahl sagen, oder? Mhm. Ich hätte von OMC How Bizarre. Sehr geil. Das ist aus einer meiner privaten Playlists ganz weit oben und die Playlist heißt Be Happy Go Lucky. Mhm. Und der Song, finde ich, verkörpert das ungemein. Und deswegen ist das auch wirklich einer von meinen Lieblingssongs, den man eigentlich fast zu jeder Tageszeit und zu jedem Anlass spielen kann. Und auch super gut im Hintergrund. Ja, sehr empfehlenswert. Mhm. Also How Bizarre ist auf jeden Fall so ein Song, den kann man immer hören. Ja. Mega. Mein zweiter Song ist von der Band Pongo. Nicht Pongo? Nein, tatsächlich Pongo. Und ich bin mir nicht sicher, wo die her sind. Und der Song heißt Dudu. Und ich kann mir aber jetzt auch vorstellen, wenn die jetzt aus Roding sind, einfach aus dem tiefsten, aus der tiefsten Oberpfalz, dann kann man das auch Dodo aussprechen. Dodo. Das finde ich fast noch besser. Es kann auch sein, dass sie die wirklich nach der Trommel Bongo benennen wollten und weil es aus Roding sind und das nicht gescheit können, haben sie halt Pongo gesagt. Ja, kann schon sein. Oder es ist halt einfach vielleicht eine afrikanische Band, die Pongo heißt und Dudu. Ich schaue jetzt noch, wo die her sind, weil nicht, dass wir uns einmal wieder sauber, also in Vermutungen verstricken. Wobei der Alex J. aus M. findet der Vermutungen immer super gut. Und dem gefällt es, ja. Dem gefällt es, ja. Das hat er uns ja, mehr als ersichtlich. Also Pongo, ich habe jetzt nachgeschaut, ist eine Sängerin. Und ihr Hautfarbe, also wenn die wirklich aus Roding war in der Oberpfalz, ihr Hautfarbe sagt, ich werde niemals zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Okay, ja, dann hoffe ich mal, dass die Pongo nicht in Roding wohnt, sondern
ja, irgendwo in einer Kötzting. Etwas freigeistigeren Gegend. Na, man darf ja jetzt auch bitte nicht hier irgendwelche Menschen in Schubladen stecken. Ja. Ja. Jo, was ist ein Fabi-Saison? Was ein Fabi-Saison ist? Ja, was wäre ein Fabi-Saison gewesen? Das weiß ich nicht, aber ich muss jetzt meinen zweiten noch sagen. Okay. Also mein zweiter Song ist For Running Wild, Bad to the Bone. Der sagt mir tatsächlich noch gar nichts. Ja, den hörst du dann mal an. Mhm. Das ist halt ein typischer Running Wild Song. Okay. Schnelle Gitarrenriffs, so drei verschiedene vielleicht und immer gleich. Und jetzt nicht besonders komplex, denke ich mal. Ich kann nicht Gitarre spielen, aber so hört sich's an. Und dann singt halt irgendein Typ irgendeinen sinnfreien Text ins Mikro. Hast du da Bad to the Bone. Hast du da eine Stimmung dazu, wo du sagst, wenn ich in der Stimmung bin, dann höre ich den Song am liebsten? Noch nicht. Dafür muss ich noch, ja, vielleicht so 20 Jahre älter werden. Dann wahrscheinlich. Ist der Song Bad to the Bone quasi entstanden? Kennst du das, wenn man sich so einen kleinen Zeher am Bett hat? Ja, oder einen Türrahmen oder so. Hm. Weil das ist nämlich ja ziemlich Bad to the Bone. Ja, oder Bad to the Bone. Oh, vielleicht haben besser. Die das auch falsch geschrieben, weißt du, anstatt no besser, mit E haben sie es mit A geschrieben. Bad to the Bone. Das war eigentlich mal, das müsste man fast an JBO schicken. Ja. Dass den Rocksong von Running Wild Bad to the Bone nennen. Ja. Mhm. Ja. Zum Schluss möchte ich noch die Quellen nennen, wo ich meine schlecht recherchierten Hintergrundinfos alle her habe. Ich habe den Spiegelartikel zu dem Thema vom 22.10.2022 gelesen. Ich habe ganz viele Informationen aus Wikipedia zusammengesammelt und großes Lob geht auch an die Apothekenumschau. Die hört auch immer super. Die ist immer gut. Ja, die haben super gute Kreuzworträtsel und ein Leben ohne Apothekenumschau ist möglich, aber sinnlos. Ja, und was ich mal abgesehen vom Kreuzworträtsel noch toll finde, ist das Rätsel, finde 5 Fehler auf dem Bild. Warum sind da keine Fehler drin, oder? Doch, also, aber du kennst es doch mit den zwei vermeintlich gleichen Bildern. Ja, Das finde ich immer schön. Ich würde das voll super finden, wenn die das einmal auf der Seite machen, wo diese Treppenlift-Werbung ist. Weil ich glaube, es gibt keine Ausgabe der Apothekenumschau, ohne dass Werbung für Treppenlift drin gewesen war. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass die einfach zwei Werbungen drin machen und drunter schreiben, finde die 5 Fehler. Und dann schauen einfach Leute 4 Stunden lang Treppenlift-Werbung an. Die Vorstellung ist tatsächlich witzig. Ja. Ja. Ja, und wenn wir eh schon bei den Credits sind, ich möchte mich noch bei der Sophie bedanken für den Hinweis, dass die Soundqualität von meinem Headset-Mikrofon nicht die geilste ist und ich habe mir jetzt beim Pollen im Pföhring für 1,99 € so ein Kindermikrofon gekauft. Es ist gelb und hat so blau geringigtes Kabel und hat so Mickey-Maus-Ohren, obwohl es eine Biene darstellen soll. Also ich habe das noch nicht ganz verstanden, ob Bienen Ohren haben, aber es schaut auf jeden Fall sausüß aus und ich hoffe, dass die Qualität jetzt ein bisschen besser ist und das nicht so klingt, wie wenn ich, weiß ich nicht, ein Mikrofon unter meiner Achsel hätte und durchs Haus laufen würde. Dankeschön. Ja, wo wir jetzt gerade beim Dankesong sind, ich möchte mich an der Stelle auch nochmal ein letztes Mal bei unseren Zuschauern von unserem Live-Podcast bedanken für die rege Teilnahme. Robert, du hast ja unser Zuschauer-Gewinnspiel gewonnen, indem du die richtige oder am nächsten an der Höchstzuschauerzahl dran warst. Die war nämlich bei 8. Und du hast 4 gesagt und ihr und der Fabi 2 und 3. Glaube ich zumindest, dass das so war. Ja, vielen Dank für euch, fürs Zuschauen. Sagt es kräftig weiter, dass wir nächstes Mal vielleicht nochmal ein paar mehr werden. Und vielen Dank auch an der Stelle nochmal an alle, die uns auch Feedback dazu gegeben haben. Auch sehr hilfreich. Wir werden versuchen, das natürlich alles auch irgendwo positiv umzusetzen.
ja, und freuen uns eigentlich schon aufs nächste Mal. Wir freuen uns auch schon auf unseren nächsten ganz normalen Audio-Podcast, der dann auch bald wieder stattfinden wird. Endlich wieder mit Bier. Und Gott sei Dank. Weiß ich nicht, endlich, oder Robert, das darfst du jetzt beurteilen, auch wieder mit Fabi. Gott sei Dank. Ja, nehmen wir ein Fabi und das Bier wieder mit dazu, dann haben wir wieder komplett. Dann wird das wieder eine ganz runde Geschichte. Ich fand aber auch trotzdem heute die Sache mit dem Spezi eigentlich ganz witzig und einmal eine willkommene Abwechslung. Ja, ich werde jetzt meinen Speziator Dunkel mehr ausdringen, während ich die restlichen Spezi-Reste in Gulli schütt. Nein, mache ich natürlich nicht. Also es ist 9:15, ich werde jetzt noch ungefähr 2 Stunden einfach vor der Uhr warten und dann mein kleiner Chantre aufmachen, den ich schon bereitgestellt habe. Dann habe ich es endlich geschafft. Ja, gut. Das war doch heute eine ganz gelungene Geschichte. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich darf sagen, in dem Sinne, Robert, wenn du auch nichts mehr zum Besten zum Geben hast, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Servus.